Servus, wir sind jetzt am zweiten Tag der CBL. Am ersten Tag wurden wir komplett hops genommen. Wir haben nämlich 40 Sterne reingedrückt bekommen. Keine Ahnung, warum die Gegner so krass waren. Vielleicht waren aber auch einfach unsere Basen zu schlecht. Ich denke, heute haben wir auf jeden Fall mal wieder drei ganz geile Pläne. Zweimal Queen Charge Root Rider und einmal Zap Lalo. Mit Zap Lalo bin ich ja nicht so geübt, aber den Plan fand ich ganz gut. Dementsprechend spielen wir das. Das Ding ist, ich hatte nur noch 5 Basen und aus den 5 Basen musste ich 3 Pläne rausziehen. Dementsprechend sind hier ein, zwei eklige Basen dabei, wie zum Beispiel die hier. Hier starten wir mit Queen Charge Root Rider und zwar soll ein Flameflinger das alles hier bekommen. Wir tanken einfach die Bogitürme mit einem Yeti, setzen dann den Flameflinger und der sollte das eigentlich alles bekommen. Die beiden Querschlägerkanonen, wenn fallen, wäre schon ultra geil. Das ist nämlich nicht nur ein guter Funnel für später, sondern auch wirklich Dick Value. Dann starten wir mit unserer Queen of 9 und gehen einmal hier rein. Das sollte gelingen, indem wir hier einfach ein bisschen gegenfunneln mit dem King, mit dem Babydrache, whatever. Wir haben 4 Mauerbrecher dabei. 3 Mauerbrecher sollten theoretisch reichen, um da reinzukommen. Falls irgendein Mauerbrecher nicht klappen sollte, haben wir nochmal einen Mauerbrecher übrig. Und falls alle klappen, dann brechen wir den King hier noch in Richtung Goldlager. Dann holt er vielleicht noch entweder die Queen oder den X-Bogen raus. So, die Queen soll dann auf jeden Fall das Rathaus bekommen. Das heißt, ungefähr der Bereich hier zwischen dem roten und dem blauen sollte noch stehen. Das ist eigentlich nicht mehr allzu viel. Da können wir dann mit den Root Riders durchstüren. Wenn wir den Warden zünden und vielleicht noch einen Rage übrig haben, dann sieht das recht gut aus. Also, das heißt, das Wichtigste ist im Grunde, dass wir mit der Queen das Rathaus holen, die CC rausholen und dann sieht's gut aus. So, dann würde ich sagen, wir starten rein. Bin ein bisschen nervös. Gestern habe ich ein, zwei dicke Fehler gemacht. Lief ja trotzdem nicht allzu schlecht, aber heute muss es besser laufen. So, Flameflinger mit dazu. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sollte aber eigentlich passen. Boah, da habe ich gerade ein bisschen Angst. Oh oh. Muss ich den Indus investieren? Nee, niemals, oder? Sie läuft hoch. Okay, passt. Da hätte es schon mal gekracht, aber gut. Soweit, so gut. Babydrache mit dazu. Rage mit dazu. Mauerbrecher, hallo? Der ist noch okay. So, King aus mit dazu. Fokulun, Mauerbrecher. Der Mauerbrecher kommt an, das ist so wichtig. Dann können wir jetzt nämlich hier einmal aufbrechen. Flameflinger funktioniert soweit auch gut. Die Hawks habe ich mit dabei, um gegebenenfalls die Gifttürme auszulösen. Wenn das klappt, wäre es perfekt. Hat leider nicht perfekt geklappt, aber ist okay. Hexendev, halb so wild. Dagegen haben wir einen Rage, das ist sogar sehr, sehr angenehm für uns. Der Funnel hier unten stimmt perfekt. Queen-Fähigkeit können wir kurz mal zünden. Gar kein Problem. Jetzt wird es Zeit, dass das Rathaus mal fällt. Rathaus ist down, perfekt. Mit der Warden Ability warten wir noch ein bisschen. Aber es sieht alles sehr, sehr gut aus. Also Stand jetzt läuft nahezu alles nach Plan. Das Einzige, was wir jetzt noch hinbekommen müssen, ist, dass die Queen vielleicht noch mit in die Warden Ability reinkommt. Das wäre optimal, aber der Warden... Ja, oh, Gladi vergessen. Okay, Warden zünden. Gladi vergessen war nicht so smart, aber wir haben noch einen Rage. Das heißt, wir können hier nochmal durchragen. Wir können... Es sieht so klasse aus. Es sieht ja so gut aus. Holy shit. So wichtig. So verdammt wichtig. Ihr seht in der Anzeige, wir holen jetzt genau 15 zu 15 auf. Also, Prozente weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall steht es jetzt unentschieden, was die Sterne angeht. Und das ist so verdammt wichtig. Ein dicker, fetter Overkill. Besser können wir hier nicht reinstarten. Nice. So, ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht sauer. Ich habe schon angekündigt, ich spiele Zap Lalo und ihr wisst, dass ich darin nicht gut bin. Aber ich meine, dreimal Queen Charge Root Rider in jedem Video wäre ja langweilig. Vor allem, wenn wir planen können. So, und auch hier haben wir eigentlich einen ganz coolen Flameflinger gefunden. Ich setze den Flameflinger ungefähr auf diesen Punkt hier. Der Flameflinger soll dann in etwa diesen Bereich hier holen. Okay, das Viereck ist jetzt ein bisschen kribbelig, aber halb so wild. Aus dem Flameflinger kommen Yetis, mit ein bisschen Glück holen die noch die Gladi und die Querschlägerkanone. Aber die Querschlägerkanone wäre halb so wild, die können wir später auch noch mit Loons holen. So, dann
Was machen wir genau mit dem Sui? Mit dem King würde ich gerne hier reinbrechen. Ich habe ein paar Hawks mit dabei, wo ich hoffentlich den Gift hier ausloggen kann. Die Queen spielt dann auch hier mit dazu. Einen Mauerbrecher hätte ich noch, um hier Richtung X-Bogen reinzukommen. Und dann hoffe ich, dass dieser ganze Bereich hier vom Sui fällt. Jetzt fällt natürlich auf, ich habe die Zaps vergessen. Mit den Zaps will ich den Multi, den X-Bow und den Rage rausnehmen. Dadurch sollte der Sui einigermaßen klappen. Auf 3 Uhr würde ich dann nochmal einen Eisgolem mit der Gladi dazu spielen. Und ein paar Headhuntern. Das heißt, auch das sollte ungefähr fallen. Dementsprechend sollte eigentlich nur noch das Rathaus-Compartment stehen und links und rechts maximal die Querschlägerkanonen, wenn alles ansatzweise nach Plan läuft. Durchs Rathaus einfach einen dicken, fetten Lalo. Dafür haben wir noch einen Rage-Zauber. Hoffen wir einfach mal das Beste. Hoffen wir, dass es kein Monster wird. Hoffen wir auf 3 Sterne. Let's go. Okay, let's go. Ja, das sollte so eigentlich passen an die Zaps. Passt auch soweit. Hier den King mit dazu. Hier den Golem. Hier den Mauerbruch. Hier den Eisgolem. So, dann die beiden Hawks, um maybe den Gift zu loggen. Ja, okay. Das mit den Hawks war total quatschig. Das hat's gar nicht gelohnt. Aber egal. Der Gift ist auf den King gegangen. Das ist gar nicht so schlecht. So ist wenigstens die Queen noch voll am Start. So, den nächsten Mauerbrecher wollten wir in Richtung X-Bogen. Hier funnel ich schon mal ein bisschen gegen. Damit die Queen hoffentlich wieder zurückläuft. Hallo, hallo, Queen. Oh mein Gott. Joa, egal. Wir müssen hier weitermachen. Bisschen auf die Zeit auch achten. Querschlägerkanonen tanken wir einfach ganz kurz. Oh, der Mono fällt sogar noch durch die Queen. Ich habe gar nicht aufgepasst eigentlich. Okay, freeze hier einmal kurz. Das ist es worth. Habe ich die komplette Death rausgenommen? Ich weiß es nicht genau, aber es sieht so gut aus, ehrlich gesagt. Es sieht ja so krank aus. Okay, die Gegner Gladi nehmen wir auch noch gleich raus. Wir machen den Flameflinger auf, weil ich mir die Zeit unbedingt hier nehmen will. So, jetzt hier den Lalo mit dazu. Wir haben nur noch einen Freeze. Das heißt, den Freeze müssen wir hier jetzt nutzen. Querschlägerkanone scheint zu fallen. Den nächsten Rage können wir hier jetzt über den Lalo werfen. Warden können wir zünden. Alter. Ey, das Ding ist, also Props auch an Ben. Oder? Oder werfe ich hier gerade noch irgendwas? I mean, der Multi steht noch, aber wir haben noch... Ja, noch so viele Loons. Warte. Nein. Das passiert gerade nicht. Das... Oh mein Gott. Habe ich so doll gechinkst? Loons! Oh mein Gott. Das reicht aber. Digga! Ach du Heilige, wie knapp wurde das noch? Nevermind. Props auch an Ben. Der hat mir bei dem Plan echt viel geholfen. Moritz auch ein bisschen mit dem Chat. Props an die beiden auf jeden Fall. Das geht auch zu einem dicken Teil an euch. Aber wichtige 3 Sterne. Okay, wie geil wäre es bitte, wenn wir jetzt noch einen Triple zum Abschluss holen. Ey, Leute, wenn euch das Video gefällt, wenn euch die CBL-Videos gefallen an sich, gerne schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Das würde mich wirklich unfassbar freuen, aber der Support ist sowieso in letzter Zeit einfach nur crazy. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Also ein dickes Danke dafür. Aber wir gehen in den letzten Plan rein. Wir spielen nochmal Queen Charge Root Rider, aktuell eigentlich so meine Lieblingsstrat. Wir spielen eine Plimp auf den Scattershot. Die Plimp muss nicht allzu viel holen, soll einfach nur als Funnel dienen. Dann holen wir mit ein, zwei normalen Schweinereitern die Clamburg und starten parallel mit unserer Queen hier in Richtung Rathaus. Damit uns die Queen da auf jeden Fall reinläuft, spielen wir den King hier in den Gegner King, in die Querschlägerkanone für Multi-Querschlägerkanonen und den Gift, den loggen wir da auch wieder sehr, sehr geil. So, der Queen Charge da drin sollte dann eigentlich recht entspannt sein. Und alles, was wir dann noch machen müssen, ist einmal dick fett mit den Root Runnern hier durch den Mono zu jallern.
Ja, ist jetzt nicht so genau aufgezeichnet, der Plan, aber ich denke, ihr versteht, was wir machen. Und, ey, wir hoffen auf 9 Sterne aus 3 Hits. Wir gehen rein. Okay, wir starten rein. Queen, hier schon mal mit dem Sneaky ein bisschen fallen. Dann können wir hier aufmachen. Headhunter können wir auch mit dazu spielen. Okay, wir haben einen Titan drin. Das war das Einzige, was ich absolut nicht wollte. Der Titan ist das Schlimmste, was uns passieren konnte. Denn jetzt muss ich hier ein bisschen... Ja, wobei, es passt noch. Dadurch, dass die Lüfterwehr raus ist. Ah, wobei der King hier irgendwie ein bisschen falsch gelaufen ist. Können wir da noch was dagegen tun? Oder nervt uns die Kanone jetzt ewig lang? Okay, der King ist nochmal in die andere Richtung gelaufen. Das heißt, die Kanone sollte uns gleich nicht mehr allzu sehr nerven. Der Gift ist jetzt auf die Queen. Das ist gar nicht gut, denn so kassieren unsere Heiler gleich schon mal ordentlich. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Sofern wir jetzt nicht durch irgendwelche Red Mines durchfliegen, ist das noch okay. Und ich glaube kaum, dass der hier eine Red Mine Farm hat vom Rathaus. Oder hinterm Rathaus. Wir hoffen einfach das Beste. Aber soweit sieht es ganz gut aus. Wir können hier schon mal ein bisschen Cleanup mit dazu setzen. Und theoretisch können wir dann auch instant starten. Es gibt nichts, worauf wir warten müssten. So, Root Rider mit dazu. Headhunter mit rein. Ihn überlebt das Ganze, das passt. Den Mauerbrecher spielen wir mal. Okay, der hat gar nichts gebracht. Die Headhunter habe ich einfach schon mal mit dazu gesetzt, dass die auch schon mal den Gift auslösen. Haben zwar die Gladi nicht ganz rausbekommen, aber das ist halb so wild. Wie gesagt, Hauptsache der Gift ist schon mal ausgelöst. Hier nutzen wir den Freeze. Es sieht schon wieder echt gut aus, ne? Also wir haben hier noch Schweinereiter. Können wir schon mal den Magierturm rausnehmen. Cleanup nicht vergessen. Ja, Queen passt. Ja, und dann ist das auch wieder ein dicker Overkill. Geile Pläne. Geile Pläne, finde ich, haben wir heute gespielt. Aus 5 Basen mussten wir uns 3 claimen. Ja, wir haben zwar auch ordentlich lange geplant. Der eine oder andere im Chat war schon ein bisschen genervt von der vielen Planung. Wir wurden auch schon ein bisschen verhöhnt, Ben und ich, weil wir so ein bisschen viel geplant haben. Aber letztendlich hat sich's gelohnt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich und da seht ihr dann, ob wir den Tag gewonnen haben. Am Ende hat es gerade noch so für den Win gereicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich kann leider kein langes Outro machen, weil ich gerade mega Atemprobleme habe. Aber wir sehen uns morgen wieder beim nächsten CBL-Video. Haut rein. Ciao, ciao.